Hallo und herzlich willkommen zu Wow, der einzigartigen Sendung, die sich nur mit World of Warcraft befasst, hier auf eurem Lieblingssender auf Giga. Grüßt euch, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wir fangen gleich an mit den neuesten Neuigkeiten aus der Welt, der ja unserer Lieblingswelt quasi. Ja. Neben dem Kellergewölbe, was wir sonst immer noch bewohnen, ist eigentlich. Kann mal jemand hier die Heizung eingeschalten? So kalt. So, wir fangen an mit den News und zwar gibt es eine, die mich persönlich sehr, sehr freut, denn ich bin ja jemand, der... Ich wette, der ist niemandem aufgefallen, aber gut, doch, machen wir weiter. Doch, der ist jedem aufgefallen. Ich bin ja jemand, der nach und nach so versucht, alle Klassen auf 70 zu bringen. Ja? Ich habe ja unter anderem einen Paladin, einen Krieger, einen Druide, einen Priester, einen Schurken, habe ich ja schon auf 70. Jetzt habe ich mir noch einen Warlock und einen Schamane auf 60 gemacht mit Friends innerhalb von ein paar Stunden. Das kann ich euch mal ein paar Tricks verraten. Und deswegen bin ich jemand, der immer noch Mount Hyjal und Black Temple und so Random Raids veranstaltet. Ne? Hör mir doch mal zu. Ich höre total zu. Und um diese Twinks dann auch dementsprechend zu equippen. Natürlich. Ne? Ich möchte zum Beispiel noch Warglaives holen. Und da freut mich nächste News natürlich besonders. Und zwar werden alle, aber auch wirklich alle Bosse der Scherbenwelt, also der Burning Crusade hinter uns, die ihr da seht, also ja, alle. In allen Raid-Instanzen, werden genervt mit dem kommenden Patch. Und zwar bekommen alle 30% weniger HP. Das heißt, sie haben nur noch 2/3 ihrer Ursprungslebenspunkte. Und das ist natürlich eine deutliche Vereinfachung der Instanzen. Unter anderem macht Illidan übrigens auch sein Abscheren, sein Schier nicht mehr. Das ist das, wenn er so hochfliegt und runterballert auf den Tank, wo der Tank immer Schildblock oben haben muss. Weißt du, warum er das nicht mehr macht? Damit in Zukunft auch Druiden und Paladine Illidan tanken können und außerdem der Schildblock vom Krieger eine Minute Cooldown bekommt mit dem nächsten Patch. Wird für mich einfacher, mit einer Random-Gruppe dann Illidan zu legen. Also, liebe Leute, wenn ihr auf Azshara seid, Tier 5 plus habt, also auch das ein oder andere Tier 6 Teil, dann achtet mal am Wochenende drauf. Ich mach da mal so ein paar Random-Raids. Brauchen auch gute Leute. So. Das habe ich geschickt eingebunden. Ist gar keinem aufgefallen, ne, die Eigenwerbung, oder? Nee. Ich glaube nicht. Nee, gut. Das ist verloren gegangen. Wir haben ein paar News aus der laufenden Beta. Die läuft ja jetzt nicht mehr so lange. Wir wissen es, am 13. November ist es soweit. Aber bis dahin sind einige glückliche von euch noch in der Beta aktiv. Da hat sich jetzt ein bisschen geändert in Sachen Todesritter. Der Todesritter ist ja auch eine Klasse, die unter anderem tanken kann. Leider ein bisschen eingeschränkt tanken kann durch die Runen, die er alle hat, durch die verfügbaren Runenkräfte, hat Blizzard jetzt versucht, den Schaden, den der Todesritter beim Tanken macht, zu erhöhen, damit er wieder bessere Aggro aufbauen kann. Des Weiteren, für alle diejenigen, die jetzt auch noch zusätzlich eingestiegen sind, nicht so viel Zeit haben zum Spielen, es gibt jetzt auch endlich Charaktere, die man schon direkt auf Level 80 erstellen kann, sogenannte Pre-Mates, und die sind jetzt auch für Europa verfügbar, aber leider, wie das nun mal in der Beta so ist, wieder hemmungslos überlastet und da müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden, bis ihr dann mit den Level 80 Charakteren spielen könnt. Für euch habe ich auch noch eine News, und zwar bestätigt Blizzard WoW Lead Designer Jeffrey Kaplan, euch bekannt als Tigole, den Plan in Zukunft mindestens zwei Skillungen haben zu können, dass man zwischen denen man wechseln kann, ohne dafür teures Umskill-Gold zu bezahlen. Das ist besonders für Klassen wie zum Beispiel den Deathkrieger sehr interessant, dass man dann auch mal noch eine Farm-Skillung dazu machen kann oder einen Holy Priest, der gar keinen Schaden macht und so weiter. Ne? Seit 3 Jahren total überfällig. Ja, auf jeden Fall. Das wird mal langsam Zeit. Einen Termin gibt es leider immer noch nicht, aber es soll auf jeden Fall kommen. Und die deutsche Gilde Pugnas Rache vom europäischen Server Aleria hat sich den Weltrekord im Sulaman-Speedrun geholt. Sie haben den Nihilum-Rekord gebrochen. Pass auf, in einer Bestzeit von 29 Minuten und in etwa 40 Sekunden, damit waren sie 15 Sekunden schneller als die europäische Top-Gilde Nihilum. In letzter Zeit sammeln die Gilden da ja auch Erfahrung in Sachen Timerun, denn der Timerun ist eines, also zumindest bei uns auf dem Server, eines der wenigen Raid-Aktivitäten, die noch laufen, wegen dem Bären, der dort droppt und der mit dem nächsten großen Patch rausgepatcht wird. Ja. Deswegen versuchen alle Gilden noch den Timerun zu machen und man kriegt den natürlich nur, wenn der erfolgreich verlaufen ist. Und deswegen, das ist eine der wenigen Raid-Aktivitäten, die noch voller Übung sind. Mit einem 70er immer noch der Bär. Das ist sehr, sehr faszinierend. Den muss ich mir heute Abend noch holen. Dem Softwarehersteller MDY Industries fehlt seit einiger Zeit auch 6 Millionen US-Dollar, denn das ist die Schadensersatzzahlung, die sie an Blizzard zu leisten haben, nachdem sie ja für das Bot-Programm Glider verantwortlich sind. Sie haben verloren, Blizzard 6 Millionen Dollar zugesprochen und
Da bin ich mal gespannt, was sich da noch tut, weil unter anderem soll bald auch noch geklärt werden, ob sie da zum Beispiel gegen das Digital Rights Management verstoßen haben. Im Moment ging es nur teilweise auch um Ausfälle, die Blizzard entstanden sind, dadurch, dass Leute Bots genutzt haben, weil wenn du Bot nutzt, bist du ruckzuck auf Level 60, weil du musst ja nicht spielen. Ja. Und wenn Blizzard halt mit einem normalen Spieler rechnet, der was weiß ich, zwei, drei Stunden, der macht ja zwei, drei Stunden am Tag nur, braucht dann dementsprechend länger, um auf das Maximallevel zu kommen und zahlt natürlich dementsprechend länger. Und das der damit dran. Verbundene Ausfall an Abogebühren, die hat Blizzard jetzt quasi auch dem Softwarehersteller nochmal draufgeschlagen. Ich denke, wir machen ein kleines bisschen Werbung und danach geht es weiter mit unfassbar bahnbrechenden Alteraktal-Strategien für Horde und Allianz, einem Quiz über die Hintergründe zu der Arthas-Geschichte, das auf allerhöchstem Bildungsniveau stattfindet. Und wir zeigen euch nochmal den Todesritter in Aktion auf Level 80 in den drei verschiedenen Talentbäumen unterwegs, wie der sich so unterschiedlich spielt, damit ihr dann, wenn es dann soweit ist, auch die richtige Skillung euch aussuchen könnt. Wir sehen uns gleich wieder. Herzlich willkommen zurück bei WoW. Wir machen ein kleines Quiz mit euch, das Arthas-Quiz von unseren Freunden von buff.de. Das fanden wir so gut, dass wir dachten, okay, das müssen wir euch einmal mitspielen lassen. Und wir haben ja in diesem Hause einen fantastischen Menschen, der von sich behauptet, dass er, dass einerseits die WoW-Historie komplett viel größer ist als Herr der Ringe und alles andere zusammen, was sich so in diesem tolkischen Universum bewegt. Ja, wer kann das vorbereiten? Und dass er sich total gut auskennt, weil er nämlich alle drei Bücher gelesen hat, die zu dem Thema erschienen sind. Und deswegen denke ich mal, dieser Mensch ist eigentlich prädestiniert, dass man mit ihm dieses Quest durchführt. Ja. Ich weiß gerade nicht, mir ist der Name entfallen, dieses Menschen. Ich kann ja mal seinen Platz einnehmen. Ja, mach das auch. Spiel doch einfach mal der Mensch. Tu doch mal so, als ob du derjenige wärst. Ja, komm, stell mir mal die Frage. So, was wissen wir oder was weißt du in dem Fall über den Lichtkönig und seine Vergangenheit? Erste Frage. Wer war der Lehrmeister und Mentor von Arthas, bevor er dem Wahnsinn verfallen ist und im Dienst der Geißel des Unheils über Lordaeron gebracht hat? Das ist recht einfach. Ach so. Tyrion Fordring. Wir wollen unseren Zuschauern ja auch die Möglichkeit geben, da ein bisschen mitzuspielen. A. Tyrion Fordring. B. Uta Lightbringer. Oder Lichtbringer. Oder C. Hochlord Alexandros Moghrain. Also Moghrain wird es nicht gewesen sein. Er ist ja einer der Four Horsemen. Er ist ja der Ashbringer. Insofern, Tyrion Fordring ist der Anführer der Paladine. Also sag ich, es ist Uta Lichtbringer, was sehr lustig ist, da bei mir auf dem Server ein Paladin spielt, der Uta Light heißt. Und? Genau, er war der Mentor und hat ihn zu einem Paladin der silbernen Hand ausgebildet. Unter anderem, Uta wurde später in einem Kampf mit Arthas getötet und sein Grabmal kann man in den westlichen Pestländern besuchen. Weiter geht's, das kann man übrigens in der Warcraft 3 Kampagne nachspielen. Mhm. So, Frage 2. Welche Stadt hat Arthas fast völlig ausgelöscht, bevor er zu einem Todesritter des Lichtkönigs wurde? Stratholm, Herdweiler, Andortal. Wenn wir mal auf meinen Bildschirm schalten, ich meine, das Bild sagt schon alles eigentlich. Das Bild, das wir da sehen, ist Andorhal. Nee, Quatsch. Es ist natürlich Stratholm. Auch nachzuspielen. Aber eigentlich war das mit Stratholm, war das nicht... Ja, der hatte ausgelöscht. Der Moghrain, der Ashbringer, der das ausgelöscht hat? Nein. Das war Stratholm. Okay. Dann war Stratholm. Also ich habe auch Stratholm gesagt. Ist richtig, ne? Stratholm kannst du nachspielen. Kann man übrigens bald in den Höhlen der Zeit nachspielen. Da freue ich mich sehr drauf, persönlich. Da die sieht ganze man Geschichte. Nämlich, oder wenn ihr wollt, die Warcraft 3-Kampagne. Du mit der Warcraft 3-Kampagne. Wie ist denn diese Stadt bei euch da in Goldhain, da diese eine Stadt? Elven Forest. Ja, die Stadt. Nein, die Stadt. Heißt sie Goldhain? Goldhain, ja. So sieht Stratholm ursprünglich aus. Wie diese Stadt. Bisschen. Bisschen größer. Ja, dann eher wie Sturmwind selber. Ich würde mal sagen, die Stadt sieht so aus wie Stratholm, nur nicht in Flammen. Ja, und das sieht dann aus wie Sturmwind. So, jetzt gehen wir an die nächste Frage. Wen hat Arthas nach Stratholm verfolgt und dort versucht, zur Strecke zu bringen? Kel'Thuzad, Balnazar oder Mal'Ganis? Das müsste der Lich Kel'Thuzad gewesen sein. Ich bin mir da aber nicht ganz sicher. Das wird auch... Nein! Wurde in Andortal von Arthas und Jaina Prachtmeer getötet, nachdem sie ihn als Urheber der Geißel vor Ort ausgemacht hat. Dann wird es der Dämon Mal'Ganis gewesen sein. Stimmt. Ja. Richtig. Mist. Siehst du, das weiß ich leider, wusste ich das jetzt auch nicht.
Mal'Ganis es hat Arsys dazu gebracht, ihm nach Nordend zu folgen und sich ihm dort zum Kampf zu stellen. Wen hat Arsys auf Nordend noch geholfen, wieder getroffen? Magni Bronzebart, Moradin Bronzebart oder Bran Bronzebart? Magni ist doch der König. Dann sage ich mal Bran. Das weiß ich jetzt aber auch nicht. Falsch. Mist. Dann wird's Bran hat nur Sol'Gurub erforscht. Dann nehmen wir Muradin, weil Magni ja der König ist. Und ich glaube nicht, dass das der König ist. Ist der Bruder von Magni. Und Muradin fiel durch Arthurs Klinge, nachdem die beiden Frostgram, also das Schwert von Arthurs, gefunden haben. Nächste Frage. Hat jemand mitgezählt, wie viel Herr Camus falsch gemacht hat? Ja, ich habe erst zwei falsche. Frage 5. Arthurs wurde auf Nordrend zum Champion des Lichtkönigs. Er brachte die Geißel über sein Volk, nachdem er seinen Vater tötete. Bei seinem Kreuzzug hat er die Überreste von Kel'Thuzad in einem bestimmten Gefäß nach Kel'Thalas transportiert, um ihn am Sonnenbrunnen wieder auferstehen zu lassen. Um welches Gefäß handelte es sich? A. Die Urne von Tirenas Menethil, dem Zweiten. Die Urne von Uther Lightbringer. Oder C. Die Urne von Muradin Bronzebart. Muradin Bronzebart lebt zu der Zeit noch. Uther Lichtbringer hat überhaupt gar keine Urne. Also es ist die von König Tirenas Menethil. Richtig. Tja, da ist der Film ein bisschen baff. Nächste. Letzte. Letzte Frage. Letzte Frage. Wir wollen ja ein bisschen was vom Spiel sehen. Sehr gern. Nachdem Arthurs Kel'Thuzad wiederbelebt hat, ist er über eine Stadt hergefallen, in der er Bücher für eine Beschwörung gesucht hat. Welche Stadt war das? Sholomans, Dalaran oder Shadrat? Nachdem Arthurs Kel'Thuzad wiederbelebt hat, ist er über eine Stadt hergefallen, der Bücher für eine Beschwörung gesucht hat. Bücher für eine Beschwörung gesucht hat. Das muss... Sholomans, Dalaran oder Shadrat? Ist eigentlich keine Stadt. Also muss es Dalaran gewesen sein. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er die Kirin-Tor... Nein, warte. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er die Kirin-Tor heimgesucht hat. Also kann mal bitte jemand die Jeopardy-Musik einspielen, um das Ganze so ein bisschen... Ich würde ja sagen... Diese ganzen... Dankeschön. So wird die Nachdenkerei doch ein bisschen erträglich. Und Camus, jetzt kommt zur Sache. Es muss eigentlich Dalaran sein, weil Sholomans keine Stadt ist und Shadrat hat damit überhaupt gar nichts zu tun. Genau, also. Ach. Fertig aus. Endlich. Aber war aber knifflig, muss ich sagen. Wart ihr, vielleicht wart ihr besser. Okay, steigen wir rein ins Spiel und gehen mal weg vom Arthurs und Konsorten. Gehen wir hin zu seinem treuesten Ex-Diener. Ja, zu seinem neuen treuen Diener und zwar dem Nightstrike Cornelius Fordcourt, dem Mann, der uns hier einen Todesritter hochgelevelt hat und den zur Verfügung gestellt hat auf dem Beta-Server. Und wir wollen euch jetzt mal so ein bisschen einzelne Fähigkeiten des Todesritters zeigen, beziehungsweise die einzelnen der drei Aspekte ein bisschen näher beleuchten. Denn ein Todesritter ist ja Unholy, Frost oder Blut. Vorweg können wir natürlich sagen, ein Todesritter kann einmal tanken und ein Todesritter kann aber auch Schaden machen. Was man aber dazu sagen muss, dass es nicht auf einen Tree bezogen ist. Also du kannst nicht nur in dem einen Tree tanken und im anderen Tree Schaden machen, sondern das ist in jedem Tree, funktioniert das nur halt mit anderen Fähigkeiten. Und deswegen wäre es fantastisch, wenn wir mal, oder deswegen werden wir das jetzt machen, aus jedem Tree mal die einzelnen Aspekte vorstellen, damit ihr euch die Netzeste aussuchen könnt. Und bitte, 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 kauft euch das nicht im Warum Spiel. Warum denn nicht? Also ich bin ja ein Mountsammler und bin ja auch ein Fan von sowas, aber das geht ja gar nicht. Ich finde vor allem das Nummernschild schön. Pum. So, reicht aber. Abgestiegen. Also, sorry. Oh, da kriege ich Ärger mit einem Mammut. So. Dann, um das mal ein bisschen anzuschauen. Und zwar? Spellbook auf. Ja, warte, den kill ich jetzt erstmal einfach nur so, weil der gerade nervt. Und ich den hier weghaben will. So. Und zwar... Mammutländer kann bestimmt wieder was Feines draus kochen. Schauen wir erstmal die Talentbäume. Wir hätten einmal Blut, wo man als Ultimate eine tanzende Runenklinge dazu bekommt. Das ist ein Schwert, was um dich herum tanzt, solange du Runenmacht hast. Frisst nach und nach die Runenmacht auf und führt genau die gleichen Schläge aus, die du als Todesritter auch machst. Dann lass uns auch mit Blut mal gleich anfangen und dann zeigen wir gleich nochmal. Und er ist jetzt aber nicht gerade Blut geskillt, deswegen habe ich natürlich nicht alle Talente, aber ich kann euch einige aus dem Blutbaum zeigen. Und Blut ist besonders dadurch charakterisiert, dass man sehr viel sich selber mit dem Schaden, den man macht, heilt. Ja? Zum Beispiel haben wir hier den Blutstoß. Nee, warte mal. Ach nee, der Todesstoß ist jetzt unheilig. Na gut, egal, aber es sind sehr viele Auren, die dich selber heilen. Fangen wir an mit siedendem Blut. Das ist ein, damit kann ich Krankheitseffekte, ich mache mal einen drauf, wie zum Beispiel über meinen Seuchenstoß. Damit könnte ich jetzt, komm mit, die Krankheit ausbreiten auf den nächsten
stehenden. Pass auf, so machen wir jetzt. Jetzt müsste es auf ihm auch sein. Okay, hat nicht funktioniert. Stand nicht nah genug dran. Allerdings, verstehst du das Prinzip? Wenn ich Krankheiten auf einem Mob habe, kann ich mit siedendem Blut die Krankheiten auf die nebenstehenden Mobs überziehen. Außerdem habe ich einen Taunt, dunkler Befehl, sehen wir gleich, der haut gerade auf meinen Ghoul. Wenn ich jetzt den dunklen Befehl ausführe, schlägt er auf mich. Also eine Tankfähigkeit zum Aggro. Tankfähigkeit, genau, einfach wieder Spott. Wegnehmen oder wegklauen. Genau, wieder Spott. Dann gibt es noch ganz normale Krankheiten wie Pestilenz und die Blutpräsenz. Das ist die, womit man den Schaden erhöht und auch sich selber um ein paar Prozentpunkte des ausgeteilten Schadens generell heilt. Ansonsten gucken wir nochmal schnell in den Talentbaum, was ich hier nicht mit habe, was ich aber haben könnte. Das sind hier unten Auren. Also es ist zum Beispiel ein bisschen wie die Aura vom Feral-Druiden, also vom Mili-Druiden, dass man eben durch den, dass der Schaden erhöht wird und man sich da auch heilt. Blutwürmer sind Würmer, die ebenfalls mir Gesundheit wiedergeben, etc. pp. Noch nebenbei Schaden machen. Also der Blut ist, sagen wir mal, glaube ich zumindest herausgefunden zu haben, der beste zum Leveln, weil du halt überhaupt keine Downtime hast. Wir werden weitermachen mit dem Frost Tree, beziehungsweise mit den Fähigkeiten, die es im Frost Tree dann zu sehen gibt, aber das nach einer kurzen Werbung. Nicht erst. Willkommen zurück bei WoW und wir wenden uns gerade dem Todesritter auf Level 80 zu, um euch mal zu zeigen, welche Sprüche der Todesritter in den drei verschiedenen Kategorien hat. Wir haben gerade schon die Blutsprüche ausprobiert und jetzt geht es an die Frostsprüche. Herr Kamolz, Sie wollten uns gerade eigentlich den Talentbaum erklären, was es da uns auf uns zukommt. Ja, im Frost-Tree haben wir sehr viel Verlangsamendes, wie auch beim Magier. Das lässt sich da sehr schön vergleichen. Gibt auch sehr schöne Synergien übrigens zwischen dem Eismagier und dem Frost-Todesritter. Ich denke, da gibt es die ein oder andere interessante Arena-Kombination zwischen Frostmagier und Frosttodesritter. Es gibt einen Froststoß, es gibt tatsächlich eine Art Cone of Cold vom Magier, was macht er denn hier? Kloppt in meine Mobs. Ein AE-Effekt nach vorne, der die Gegner verlangsamt und den Standard-Frostspruch, mit dem man auch angreift. Und zwar ist das die eisige Berührung, mit der man den Gegner, Achtung, verlangsamt. Ja. Frostbereich, also sehr viel Verlangsamung. Die Frostpräsenz können wir auch mal anschalten. Erhöht die Gesundheit und die Rüstung des Todesritters. Dann zeige ich euch noch mal kurz einen sehr interessanten Aspekt, auch vor allem im PvP. Na gut, das hat mein Glück. Mag man ja zuerst denken, dass es so ein Überlebensbaum ist? Ja, kann man auch so sehen tatsächlich. So hier, komm. Er will nicht. Man kann Gegner auch einfrieren, also festhalten. Ich muss mal meinen Ghoul zurückholen. Komm. So, die Eisketten, der dämliche Saat des Sturms holt meinen Ghoul immer wieder raus. Auf jeden Fall gibt es Eisketten, die den Gegner an der Stelle festfrieren und somit am Weglaufen hindern. Auch das gerade im PvP, denke ich, ein sehr interessanter Aspekt. Zeige ich mal vielleicht an dem Mammut da hinten. Jetzt bleibt mein Ghoul mal da stehen. Lass deinen Ghoul doch mal weg. Ja, ich habe meinen Ghoul jetzt da hinten geparkt, damit er nicht angreift. So. Kann ja dein Moped bewachen. Sekunde. Hehe. Jetzt steht das Mammut in den Eisketten, ist verlangsamt. Das wird nach und nach wieder schneller, aber es ist vor allem zum Fliehen in der Arena, wenn ich irgendwie wenig Hitpoints habe, sehr, sehr schön. Dann könnte ich mich jetzt bandagieren oder Kannibalismus nutzen oder was auch immer. Der letzte Talentbaum ist der des Unheiligen. Da sind wir momentan drauf geskillt. Und das ist wirklich einer, der mit Krankheiten nur um sich wirft. Du siehst das selbst durch Autohits. Da oben habe ich hier schon die Debuff-Leiste voll auf dem Mob. Und all das grüne Geblubber und sonstiges, was man hier auf dem Bildschirm sieht, ist das mit dem Unheilig genauso wie zum Beispiel die Armee der Toten oder aber auch die Richtung der Ghule oder den Gargoyle, den ich kann einen fliegenden Gargoyle beschwören, das können wir ja auch mal eben machen. Wie stark ist diese Armee der Untoten? Das ist ja so der Spruch, mit dem Blizzard damals bei der Vorstellung des Todesritters so ein bisschen kokettiert hat, ein bisschen die Leute heiß gemacht hat. Da siehst du erstmal den Gargoyle hier da oben, den ich beschworen habe, der jetzt auch hier meine Runenmacht aufzehrt und meinen Gegner beschießt. Du siehst, die Armee macht schon Schaden, ne, da unten.
sind hier so die ganzen Zahlen, die rumfliegen, machen nur die Gule. Da wird natürlich noch einiges gebalanced, gepatcht hin und her. Mal mehr Schaden, mal weniger Schaden. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt alles schon so aber das sehen wir safe auch, ist. Das sehen wir ja andauernd durch die neuen Patches, die aufgespielt werden, wird einiges verändert. Haben wir ja gerade auch durch die News gerade schon gehabt, dass der neue Beta-Patch da auch wieder Änderungen gebracht hat. Gerade bei so einer Klasse, die ganz, ganz frisch dazugekommen ist. Man muss natürlich erstmal schauen, wie spielt er sich, was finden die Spieler raus in der Zeit des Beta-Tests. Und natürlich muss man natürlich darauf reagieren können. Richtig. Hier sehen wir noch einmal Tod und Verfall. Das ist Death and Decay, dem einen oder anderen sicherlich auch aus dem Classic Warcraft bekannt. Sieht alles ein bisschen anders aus. Da werden die Effekte noch, wird noch rumgepatcht, was auch immer die Sichtbarkeit ansieht und so weiter. Aber also der Todesritter wirklich wahnsinnig variabel zu spielen. Im Endeffekt spielt er sich immer schon doch gleich. Also du machst deine Seuchen, deine Effekte drauf. Achtest auf deinen Runen-Cooldown, benutzt je nach Runen-Cooldown deine Rotation, also den Blutstoß oder auch die eisige Berührung, entlädst dann deine sich daraufhin aufladende Runenmacht mit dem Deathcall, dem Todesmantel oder eben anderen Fähigkeiten. Ich denke mal, so eine finale Skillung kann man auch wirklich dann erst festmachen und kann man auch wirklich dann erst rausstehen, wenn das Spiel online ist, wenn die finalen Änderungen in der Verkaufsversion enthalten sind und man dann Level 80 erreicht hat und dann sich da mal ein bisschen umschaut. Vorher in der Beta ist das alles ganz gut, das gibt auch schon eine Tendenz vor, aber wie wir gerade schon gesagt haben, das, was wir hier sehen als die finalen Fähigkeiten, können natürlich in ihrer Wirkweise sich noch völlig unterscheiden von dem, was dann schlussendlich rauskommt. Genau. Eins haben wir noch. Wir wollten noch schauen, wie die Allianz oder die Horde garantiert jedes Alteraktal gewinnen. Das ist ja immer so ein Problem. Das Alteraktal ist ja das Battleground, behaupte ich mal, das Einzige, was die Allianz wirklich gewinnen kann, auch wenn da Leute drin sind, die nicht unbedingt so gut toll spielen können. Und vor allem das meistfrequentierte, kann man sagen. Wenn man mal noch so richtig viel Ehre braucht, heißt es einfach mal, kommen wir mal am Wochenende Alterakt. Und dann möchten wir euch mal eine Seite vorstellen, die ist wirklich fantastisch. Alterakt.de ist vor ein paar Tagen über uns gekommen, möchte ich sagen. Die ist gestartet und da kann man sowohl als Allianzler als auch als Hordler sich ein paar Informationen holen. Ein paar Grundlagen über dieses sehr, sehr beliebte Schlachtfeld. Wir sehen zum Beispiel hier auf dieser Seite die Möglichkeiten, Events und Quests für die Allianz zu machen durch diese Gegenstände, die wir hier finden, zum Beispiel die Frostwolf-Medaille des Leutnants oder Rüstungsfetzen, wer kennt sie nicht, was kann ich eigentlich damit machen? Das wird hier wundervoll beschrieben. Auf Hordenseite das Gleiche. Die Hordler finden dann halt Rüstungsfetzen finden sie auch oder Blut eines Stormpike-Soldaten. All das finden auch die Hordler und die können sich hier auch mal anschauen, was damit zu machen ist. Das Ganze hier zum Beispiel mit Videos festgehalten, was hier alles passiert. Das ist alles ganz gut und schön, aber es gibt natürlich auch ein paar Grundlagen, die wir lernen müssen, wenn wir dort arbeiten. Ich will mal als Horde einmal gewinnen. Da kommen wir später zu. Entweder Grundlage zum Thema Türme. Was muss ich machen, um Türme zu erobern? Was muss ich machen, wie wichtig ist ein Turm? Wie wichtig sind Friedhöfe oder auch Minen? Ja. Was bringen die uns im Spiel? Sie erhöhen zum Beispiel das Vorratspaket der Spieler. Aber ist es so wichtig, die einzunehmen? Kann man so viel zu schreiben? Oder welche Items muss ich unbedingt dabei haben? Also Items wie zum Beispiel Karotte, Reitgerte etc., um mich halt schneller vorzubewegen. Und dann wird es richtig lustig, die Taktiken. Du sagst, Horde möchte gewinnen. Wir haben da drei verschiedene Taktiken. Wir fangen mal mit der ersten an. Effektive Def, Boss Rush ohne Hirn für die Allianzer. Aha. Und das Schöne ist, wir können uns jetzt den BG-Verlauf hier anschauen. Ja. So, da unten startest du als Hordler. Schön. Oben die Allianz. Das ist noch normal, so kenne ich das. Und so. Hier können wir uns halt durchlesen, was man halt beachten Death muss. Und sollen die Allianzler am Eisblut aufhalten, da unten sehen wir es. Und das führt dann zum Sieg. Führt dann schlussendlich zum Sieg. Cool! Auf Seiten der Allianz kannst du natürlich auch eine Taktik nehmen, der Tapper bleibt oder 20 namens Bob. Also Low wirklich, eine schöne Seite, also für alle empfehlenswert, die mal im AV erfolgreich spielen wollen. Kann man nur empfehlen. Unser Webtipp für heute. /Raid Warning. Habe ich auf alterakt.de gelesen, muss klappen. Einen wunderschönen Abend noch und bis nächstes Mal.